So, gehen wir weiter nach rechts, Skorpion. Dann springe ich auf dich rauf. Weiter. Zoing. Nein. So. Du kommst mit. So. Alles gut soweit. Ich hoffe nur, dass die Kiste hier auch irgendwo ist. Sonst war das Ganze für die Katz. Ja. Keine Kiste. Mist. Für den Schlüssel einmal mit. Auch wenn ich nicht glaube, dass es irgendwas bringt. Blondine haben wir auch nicht. Dafür. Oh, Götzending. Und neue Musik. Na gut, wir bringen den Schlüssel einfach mal. Naja, Sicherheit ist das falsche Wort. Stell ihn mal hier hin. Der Stein müsste unter uns durchrasen, richtig. Flupp. Du hast Kali verärgert. Sieht so aus, als wäre sie sehr böse auf dich. Oh. Ich glaube, ich habe gerade den Tempel zerstört. Außerdem habe ich die letzte Bombe benutzt, um hier runterzukommen. Was auch nicht schön ist, weil wir dann keine Bombe für den Tunnelmann haben. Und so andere doofe Sachen. Aber gut, vielleicht haben wir doch noch Glück und finden hier irgendwo eine Bombe. Hier geht's schon mal nicht weiter. Ah, jo. Oh, Spinne. Da ist der Ausgang, da ist eine Dingsfalle, aber die Falle dürfte nicht... Genau, das Spinnennetz fängt das Ding auf. Au! Komm schon, gib mir Bomben. Bitte. Nicht gut. Gar nicht gut. Nein, Küsschen kaufen. Wollte mich ver... Das Ende der Minen war in Reichweite, nur ein Stückchen weiter. Eigentlich hätte die Blondine sich bloß ein kleines bisschen bücken müssen und uns auf den Hut küssen. Dann hätten wir ein Leben bekommen und könnten weiterspielen. Wir hätten sie auch bezahlt, wir haben genug Gold. Na gut, nochmal. Schön vorsichtig. Na, dich nehmen wir mit. Da ist eine Flattermaus. Da kommen wir nicht ran. Hier müssten wir uns durchsprengen und ich will keine Bomben verbrauchen. Also geht's da weiter. Zing. Ich höre ganz schwachen Hilferuf. Flupp. Kommst mit. Da ist eine Falle, aber die dürfte uns auf keinen Fall treffen. Bisher ist das Level recht entspannt. So. Da ist die Blondine. Und da ist der Ausgang. Ja, Zufallsgenerator kann auch mal dein Freund sein. Hm? So, wir haben keinen Lebenspunkt. Uah. Keinen Lebenspunkt verloren und sind jetzt einen Plus, wenn wir jetzt nicht nochmal irgendwo Schaden nehmen. Wir könnten hier Gold wegsprengen, aber das will ich nicht. Ich will den Stein hier mitnehmen. Ja. Knutsch. Ich höre Schlangen. Ich hasse Schlangen. Okay, hier ist wieder eine Schlangengrube. In der Schlangengrube ist Gold. Und Kisten, was weiß ich. Aber halt auch viele Schlangen. Und ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen will. Müssen wir gucken, wie sie aufgebaut ist. Runter. Du kommst mit. Keine Bomben verbrauchen, irgendwelche Abkürzungen schaffen. Einfach durch. Oh, da ist eine Falle. Wow. Die Spinne habe ich übersehen. Das ist echt viel Gold. Beim Essen brauchen wir den Stein, um die Falle da unten auszulösen. Genau. Dann könnten wir uns hier eigentlich durchsprengen, um die zwei Rubine zu holen.
Aber dazu müssten wir die Blondine erstmal holen und da kommen wir nicht wieder zurück. Außer ich springe ganz gut und das ist unwahrscheinlich. Also ne, wir ignorieren die... Oh. Wir ignorieren die Spinne wieder. Oh, da kamen Bomben kaufen. Ja. So, du kommst noch mit. Und wartest hier. So, wir hätten gerne den Kletter 8000. Aber der ist praktisch. Du kommst mit. Du kommst mit. So. Dann hätten wir gerne den Ausgang, wo wir sie deponieren können. Dann würde ich gerne noch ein bisschen Gold finden. Und dann zurück, um den Bombentypen da die Bomben abzukaufen. So, flupp. No, Rubin. Ich kann nicht schieben von hier aus. Mist. Okay. Komm schon, irgendwie müssen wir noch an. Ah, die Blondine ist weg. Stimmt, wir können jetzt hier durchbomben. Hoffentlich. Okay, wir können jetzt hier durchbomben. Okay. ...3100. Ganz schnell eine Bombe kaufen. Flupp. Noch eine Bombe kaufen. So. Runter, runter, runter. Weg, 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 weg. Und sauber. Kein Lebenspunkt verloren. Ein Lebenspunkt schon wieder dazu bekommen. Und ganz viele Bomben gekauft. Ich sag's nicht. Aber es ist so. Von wegen, wie es läuft und so. Mhm. Eine Flattermaus, die im Netzwerk ist, hängt. Flupp. Da ist wieder ein Tempel oder sowas und hier geht's gar nicht weiter. Was zur Hölle bist du für ein Typ? Den kenne ich ja nicht. Ich glaube, den spreng ich mal in die Luft. Eine typische Reaktion, wenn Indiana Jones auf jemanden trifft, den er nicht kennt. Bist du wohl mal? Okay. So. Ich will jetzt hier ein Loch sprengen, der von oben... Ah, ich kann keine Bombe reinschmeißen. Sie tun nämlich kaputt. Das ging sehr schnell und es war kein verdammter Ladenbesitzer. Das ist jetzt doof. Wir hatten richtig schön viele Leben und Bomben und alles. Aber gut. Was nennt man, was lernt man bei Roguelike-Spielen? Man lernt, dass man bei jedem Leben eine Kleinigkeit dazu lernt. Und wenn es nur Schmerz ist. Beim nächsten Mal versucht man es besser zu machen. Grummel. So, gut. Ja, du gehst da nicht lang, ohne dass ich davor weiß, was da ist. Genau, da hätten Stacheln sein können. Kling. So. Ja, okay. Kaputt, kaputt, kaputt. Okay. Ich hätte zuerst ein ganz normales Spiel in der Mine machen sollen und dann die Tagesquest versuchen. Da hätten wir doch dezent mehr Punkte gemacht. Oh, Seile, sehr schön. Du, komm mal mit. Du musst nämlich hier... raus. Warten! Steinkampf! Dann haben wir jetzt eben gerade 2 Lebenspunkte verloren. Bei dem Pfeiltreffer. Das finde ich nicht so schön. Ganz ruhig, Gerugon. Du kriegst doch ein Küsschen, ist alles gut. So. Desitar dürfen wir kein Leben verlieren und müssen 1 wieder dazu bekommen, damit wir auf 0 kommen. So, da oben ist eine Spinne. Hier ist eine Spinne.
Da war eine Spinne, die bringen wir auch mal um. Nichts drin. Nichts drin, tot. Okay. Blondine, wo bist du? Oh, Edelstein. Hm. Da ist Kali. Das Gold hole ich mir mal. Wir haben genug von den Seilen. Bisher. Wenn ich jetzt laufe, komme ich an der Spinne vorbei. Aber da rechts ist ein Abschussmechanismus und Stacheln. Also ich glaube, ich benutze doch mal eine Bombe. Und zwar hier. Hat die Spinne das überlebt? Was zur Hölle? Oh. So. Also wir hätten gerne mehr Gold. Wir hätten gerne noch mehr Gold. Oh, da ist ein Abschussmechanismus. Kann ich die Ratte werfen? Jo, kann ich. Und sie überlebt das sogar. Okay. Dann müssen wir noch die Blondine finden. Die ist wichtig für unsere Weltherrschaftspläne. Komm, 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 komm. Da ist noch eine Falle. Nein, au. Nein, au. Jetzt müssen wir die Blondine auf jeden Fall finden. Da ist sie auch, sehr gut. Was haben wir hier drüben? Bomben. So, du kommst mit, wir müssen uns beeilen. Gleich kommt mich der Geist und wir müssen noch einkaufen gehen. So. Okay, okay, okay. Du warte hier. Wir hätten gerne die Springschuhe, wir hätten gerne Seile und wir hätten gerne die Brille und das war's. Weg hier. Ja. Küsschen. Sind wir bei 3 Leben. Also ein unter Standard. Was okay ist. Nicht schön, aber okay. Eigentlich sollten wir mit mehr Leben rauskommen aus den Minen, als wir eingegangen sind. Sonst würde sich das ganze Minenspiel nicht wirklich lohnen. Dann könnten wir es genauso drüber springen. Da ist eine Stinksfalle. Da. Oh. Da ist eine Spinne. Gold. Au. Oh. Riesenspinne. Riesenspinne ist nicht gut. Wir haben nur noch einen Lebenspunkt. Warte mal. Nein, das war falsch. So. Nein, das war auch falsch. Oh, oder auch nicht. Komm schon, Spinne. Geh mal da runter. Sehr gut. Also Spinne ist tot. Oh, da unten ist ein Höhlenmensch, der tot ist. Wusste denn, dass sie sterben können? Man muss nur genug Bomben auf sie schmeißen, hm? So, du kommst mit. Wie war das mit zurück in die Steinzeitbomben und so? Du, geh mal da rein. Ich glaube, ich riskiere jetzt nichts und gehe einfach hinterher. Sonst ist das gleich vorbei, das Ganze. 3 abgeschlossen. Wenn wir das Level jetzt schaffen sollten und noch eine Bombe haben, die wir haben. Wow, was war das? Oh ja, wenn wir das Level schaffen, dann könnten wir den Weg zum Dingens freiräumen, zum Dschungel. Das hier ist nicht gut. Ich brauche was zum Werfen. So. Nehmen wir doch mal den Schlüssel hier. So.
Das war nicht geplant, aber okay. Na gut, der da oben wird uns nicht erreichen können. So, du kommst mit. So. Du bleibst da. Da ist die doofe Truhe. Du wartest hier. Du stirbst. Ja, ich bin gierig. So, jetzt gucken wir, was in der Truhe ist. Und dann hoffen wir, dass die Blondine überlebt hat. Horus Auge, ja. Und sie hat überlebt. Gute. Komm durch, komm durch, komm durch. Ah, ja. Ja, warte. Dich können wir auch noch mitnehmen. Aber die restlichen Sachen bomben wir nicht raus. Dich erwischen wir so. Du wartest hier, dich. Nein! Das ist wirklich schwer, aber ich darf nicht aufgeben. Da hast du völlig recht. Aber ich mache jetzt trotzdem einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder.